Hallo zusammen und willkommen zurück zu Fallout 4. Hier in Sanctuary. Es ist erstaunlich, wie viel wir hier draußen noch zu entdecken haben. Ja, Ada quatscht sich mal wieder zu Tode. Gut, ich habe mich neu eingekleidet. Meine Datenbanken füllen sich mit zahllosen dank einer Mod. Beziehungsweise, ich habe zwei neue Mods, aber die eine zeige ich euch ein andermal. Curie hat auch eine neue Klamotte. Eine schicke Lederjacke. Lederhose. Passt. Oh, was flackert denn hier? Okay. Gut. So, heute machen wir uns... Ja, genau. Das habe ich vor. Oh, und ich sehe gerade, ich habe ein Level-Up. Was brauche ich? Ja, das da wollte ich. Genau. Zap, zap, zap. So. Okay, dann mal los. Gehen wir mal Deacon suchen. Was würde ich nicht für einen ordentlichen Drink geben? Ja, ne? Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Ja, schön für dich. Wer bist du denn? Hi. Schon verrückt, was die Leute so alles wegwerfen. Wehe, du klaust hier was. Du wirst es bereuen. Gut. Genug geschwätzt. Der Deacon dürfte ja nicht allzu weit entfernt sein. Ach nee, komm, das Stückchen kann mal laufen. So. Curie, bist du auf dem Weg? Wo ist sie denn schon wieder? So, der Koffer ist wie immer leer. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Naja, eigentlich, selbst wenn er nicht leer wäre, wäre auch gut. Hätte ich noch mehr Ressourcen. Hehehe. So, der gute alte Strong, der läuft da hinten auch rum. Ja, hier wollte ich eigentlich auch mal umbauen. Könnte ich hier irgendwann noch einen Angriff nehmen. Na, da fällt mir ein, dafür muss ich erst wieder einen Versorgungsroboter bauen. Oh, macht ja nichts. Das passt schon. Ja, gut. Wen haben wir denn da? Wieder ein paar alte Raider. Stimpack. Nehme ich immer mit. Munition auch. Sturmgasmaske brauche ich nicht. Oh, dem da hinten haben wir das Bein weggeschossen. Oh, oh, hey. So kannst du gar nicht auch. Sauber, da ist noch einer. Hä? Ach, da ist sie ja. Hat noch keinen einzigen Schuss abgegeben, die gute Frau. So. Nehme ich auch alles mit. Oh, es wird langsam dunkel. Ein schlecht Wetter. Nur hier ist noch was, wo wir noch gar nicht waren. Egal. Oder? Ja, das ist ja recht in der Nähe. Könnten wir theoretisch mal vorbeischauen. Wenn wir schon auf dem Weg sind. Deacon läuft ja nicht weg. Hoffe ich. So, was haben wir denn hier? Oh.
Gorskis Hütte. Interessant. Klebeband. Braucht kein Mensch. So, was haben wir denn hier alles? Ein Wurzelkeller. Nur mal rein da. Bisschen reden. Du bringst mich völlig aus dem Konzept. Weißt du das? Was los, Curie? Du mich aber auch. Ich hatte einen Grund. Einen guten Grund. Oh ja, ich habe meine Gefühle schlechter unter Kontrolle als zuvor. Und du bist keine Hilfe. So wie du mich, arme kleine Curie, neckst. Aber nicht nur du. Manchmal reicht ein einfaches Kompliment wie schöne Frisur. Und ich bin neben der Spur. Manchmal schlagen Leute dann die merkwürdigsten Dinge vor, was mich noch mehr verwirrt. Warum machen sie das? Los geht's. Du bist einfach umwerfend, wenn du verwirrt bist. Du machst mir das nicht gerade einfacher. Du... Ich muss das in den Griff bekommen, wenn ich meine Experimente je fortsetzen will. Das Commonwealth ist ein sehr schmutziger Ort. Schade. Tja, da hast du allerdings recht. Wirklich sauber ist es hier nicht. So, mal gucken. Was haben wir denn hier alles? Klebeband. Ist das nicht der Keller, wo man... Mini-Atombomben findet. Du musst dafür sorgen, dass du nicht so viel Strahlung absorbierst. Leite defensive Gegenmaßnahmen ein. Da muss ich doch gleich mal was dagegen tun. Hilfsmittel, Radix. Habe ich ja genug von. So. Cool. Verdammt nochmal, ja. Ja, okay, du sagst es. Ach, da will ich mich gar nicht erst reinhacken. Oh nein, das ist eine Atombombe? Ganz genau. Ja, zumindest die Einzelteile von einer Atombombe. Die nehme ich doch mal mit. Einfach nur so. Aus Dekorationsgründen. Lege ich dann irgendwo hin. Sonst gibt's hier nichts, ne? Tja, dann können wir wieder gehen, Curie. Ach, diese blauen Pilze oder was auch immer das sein soll. Na gut, dann bei Wind und Wetter suchen wir mal Deacon. Dürfte ja nicht mehr weit sein, oder? Oh ne, sind schon fast da. Ich lauf mir einfach mal querfeld ein. Da fällt mir gerade ein, da haben wir auch noch was zu tun. Aber, oh. Weg mit dir. Einfach mal blind ins Gestrüpp geschossen. Da ist nix. Raider. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Der Curie los, die schießt hier gar nicht. Raider, ach Mensch. Ich brauche Metallrüstung, robuste, hätte ich gern. Zumindest für die Beine. Das hätte ich tatsächlich gern, Metallrüstung für die Beine, robuste. Gefällt mir, sieht optisch ganz gut aus. Was haben wir hier? Oh. Ein paar Gunner.
Das haben wir gleich. Er ist weg. Er ist weg. Ja, meine Waffe jetzt auch. So, ich leg die jetzt mal auf die 6. Wenn ich da jetzt mal wieder drankomme. Wir sind möglicherweise nicht allein. Oh, offensichtlich habe ich keine Molotov-Cocktails mehr. Es ist etwas in der Nähe. Oh, da bist du. Der Kampf ist zwar gefährlich, aber auch ein gutes. Ich habe möglicherweise Feind entdeckt. Hä? Ich sehe. Wow. Wow. Schnell. Ah, schnell weg. So, wo ist der Gunner? Alles bestens, Curry. So, ich nehme mal die da. Flanellhemd und Jeans. Braucht keiner. Da oben läuft da auch noch einer. Es ist etwas in der Nähe. Identität unbekannt. Also, ich kenne die Identität. Ja. Ganz genau. Sag mal. So, geht doch. Jemand ist in der Nähe. Vielleicht ist er uns freundlich gesonnen. Na, komm schon. Na, schieß doch. Ausdruck ist Juhu, richtig? Richtig. Wie cool. So, right away im Psycho. Hätte ich auch gern. Da liegt auch noch was. So. So, da unten ist auch Deacon schon irgendwo, der wartet. Aber jetzt laufe ich erstmal dahin. Gibt's da noch ein paar Gunner? Und viel wichtiger, gibt's da noch was zu looten? Ich glaube nicht. Gucken kann nicht schaden. Aber... naja. Mechanikeranzug. Ja, wenigstens Munition. Ein bisschen. Munition kann man immer gebrauchen. So, die hätte ich auch gern. Danke. So, was haben wir denn noch hier alles? Irgendwo musste noch ein Behemoth rumlaufen. Wenn ich mich... oh. Hast du das gehört? Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Ich habe die Kampfhandlungen erneut überstanden. Das ist gut, das freut mich, Curry. So, da haben wir noch. Möglicherweise nicht allein. Doch, jetzt schon. Nochmal zwei Granaten. So, wo ist der Bursche? Hier. Was hast du alles? Nichts Brauchbares. So, Deacon ist da hinten. Okay. Huch, ich häng fest. Hä? Was ist das denn? Ach ja, guck mal. Ein tollwütiger Redhirsch. Oh ja, der sieht nicht gerade sehr gut aus.
Oh, ein Junges. Das tut mir fast schon leid. So. Da ist er ja. Deacon, bist du das? Gefällt dir die Verkleidung? Meine Ödländer-Tarnung? Das hier ist mein Müllhaufen, Arschloch. Verpiss dich. Gut, nicht wahr? Hast Glück, dass ich nicht auch mein Gesicht getauscht habe. Das ist keine sonderlich tolle Verkleidung. Eine Verkleidung ist mehr als eine Perücke und ein paar verlauste Klamotten. Du wärst überrascht, wie weit ich schon mit der richtigen Einstellung und einem Klemmbrett gekommen bin. Aber weiter zum Auftrag. Die Railroad nutzt erst seit kurzem die Old North Church. Unsere alte Basis war unter Slocum Joe's. Wir hatten uns echt gut eingerichtet, bis das Institut uns schließlich fand. Eure Basis war unter einem Donutladen? War deutlich besser, als es sich anhört. Naja, bis alles in die Luft flog. Was ist passiert? Unser Hauptquartier war solide und gut zu verteidigen. Wir hielten es für sicher. In weniger als einer Minute waren die Institutstruppen drin und verwandelten es in einen Schießstand. Den Überlebenden fehlte die Zeit, alles mitzunehmen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir rausholen können. Wonach genau suchen wir? Das verrate ich dir, wenn wir drin sind. Ich weiß, dass das blöd ist, aber strategisches Unwissen hat unsere Organisation schon so manches Mal gerettet. Wir haben einen Touristen in der Nähe. Er oder sie hat Infos über die Basis. Also besuchen wir ihn, bevor es losgeht. Fürs Erste gehe ich mal vor. Also ich suche nach Bahnsignalen, Symbole, mit denen wir einander Botschaften schicken. Wenn du so willst, haben wir Zeichen und Gegenzeichen, tote Briefkästen, sogar einen geheimen Handschlag. Gut, der Handschlag wurde nie richtig angenommen. Wie dem auch sei, der Tourist sollte uns eine Spur hinterlassen haben. Ah, da ist ja ein Bahnsignal. Der Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung an. Unser Tourist ist also vor uns. Gehen wir weiter. Was zur Hölle macht mein Roboter hier oben? Alter, wo willst du denn hin? Quatsch mich jetzt ja nicht voll. Bist du tot? Nein. Oh, herrlich. Und das nächste Bahnsignal. Genau hier. Interessant. Und ein toter Ghoul. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Das hatten wir. Zumindest was dabei gehabt. Nee. Und noch eins. Wir sind sicher gleich da. Wenn du das sagst. Guck mal, was da liegt. Überall diese verdammten Ghule. So, haben wir noch eine Nougat Cola Quantum. Oh, halt. Den nehme ich mit. Der läuft ganz schön langsam. Corvega. Da waren wir schon lange nicht mehr. Oh, guck mal. Hihi. Oh, ich könnte eigentlich gerade mal nachladen. Siehst du das Pluszeichen in der Mitte? Das heißt, dass ein Verbündeter in der Nähe ist. Oder ein Tourist. Du übernimmst das Reden. Egal, was er sagt, du antwortest... Meiner ist in der Werkstatt. Vertrau mir. Hey! Na gut. Dann reden wir mal mit dem netten Herrn hier. Entschuldigung? Wie wäre es, wenn wir uns unterhalten, sobald dein Freund hier ist? Was? Ist doch... Was flog denn da schon wieder? Ist doch... Hey!
sei Dank. Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? Meiner ist in der Werkstatt. Wer zur Hölle ist der da? Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken, nicht zwei. Tut mir leid, ich bin neu. Er zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich auftaucht. Erzähl mir, was los ist. Ich habe mich für leichte Aufklärungsarbeiten gemeldet, aber in eurem Slocum Joe's wimmelt es nur so vor gottverdammten Sündwichsern mit Chromschädeln. Die Front ist von vorne bis hinten befestigt. Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Die haben ein Minenfeld? Ja, die Mutter aller Minenfelder. Unmöglich, da eine Karte zu zeichnen. Ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Ich hoffe, es hilft auch was. Wirklich. Sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich bald fragen. Okay, sprich mit Deacon. Wo ist er denn? Da. Hey, Deacon. Unser Ricky ist ja ein echter Sonnenschein. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Apropos Wahrheit. Warum hast du Ricky angelogen? Mein Ressort in der Railroad sind Informationen. Es ist einfacher, wenn niemand weiß, wer ich bin. Gut, ich hab gelogen und das tue ich eben. Du konntest mit ihm plaudern, während ich mir das Ganze genau angesehen hab. Teamarbeit eben. Wahrscheinlich sagt er die Wahrheit. Aber das weiß man nie genau. Meine Meinung. Ich denke, wir können ihm glauben. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen, an der Vordertür lauern Minen, Zins und sicher auch ein paar andere spannende Dinge. Wir gehen also durch den Fluchttunnel rein. Der Donutladen hat einen Fluchttunnel? Hatte nicht jeder einen Fluchttunnel? Aber im Ernst, dem Himmel sei Dank für diesen Tunnel. Ohne würde es keine Railroad mehr geben. Der Tunnel ist sicher einfacher als ein Frontalangriff. Einfacher, aber kein Spaziergang. Geh vor, Kumpel. Ich gebe dir Deckung. Gut, dann auf zum Fluchttunnel. So. Irgendwo da hinten watschelt doch der Behemoth rum. Oh, guck mal, ein Ghoul. Erwische ich den von hier? Jawohl, sauber. Slocum Joe's. Ja, sieht man es natürlich nicht viel von hier aus. Aber der Ricky hat die Wahrheit gesagt. Da sind wirklich Sins, Minen und Sepp. Ja, gut, das müsste ja nicht mittlerweile jeder wissen. Ich würde ja gern springen, aber ich schätze, das überlebe ich nicht. So, mein Roboter watschelt da immer noch vor sich hin. Oh ja, toll. Fehlgeschlagen. Da habe ich noch glatt was vergessen. Da war noch was. So. Was haben wir? Na super. Hunde. Es ist etwas in der Nähe. Jemand ist in der Nähe. Vielleicht ist er uns freundlich gesonnen. Ich dachte, er lebt noch. Tunnel da. Oh. Da ist noch eine Power-Rüstung. Komm ich da ran? Den Code kann ich nicht knacken. Verdammt, muss ich mir merken. Dass ich da nochmal hinkomme und die Power-Rüstung mitnehme. Hier, direkt auch noch Fusionskerne. Wunderbar, so muss das sein. So, wo ist denn dieser Tunnel? Da. Können wir da gleich mal gucken? Da laufen sie schon. Ich bin da noch nie von vorne reingelatscht, bin immer nur hinten rum. Gut. Los geht's.
an drin. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Was kannst du mir über Generation 1 und 2 erzählen? Anfangs waren die Synths keine perfekten Kopien von Menschen. Das Institut musste sich zu einer solchen Anmaßung erst hocharbeiten. Generation 1 und 2 waren Zwischenstationen. Die Railroad hat noch keinen gemeinsamen Standpunkt, was sie betrifft. Wo gibt es da Meinungsverschiedenheiten? Alle wollen Generation 3 befreien, die menschenähnlichen Synths. Einige der Synths bei der Railroad, darunter auch Glory, meinen, wir sollten auch früheren Modellen helfen. Aber Generation 1 ist mehr oder weniger so etwas wie ein Protektron. Da wird es schwierig. Kämpfen wir für KI-Rechte, Terminals, Geschütztürme. Sobald das auch nur erwähnt wird, geht die Bude hoch und der alte Streit entfacht erneut. Fazit: Glory und ein paar der anderen gehen nicht auf Missionen wie diese. Wer ist Dr. Carrington? Wenn alles gut läuft, lernst du ihn auch früh genug kennen. Wenn ich hier meinen Hals riskiere, möchte ich auch wissen, wofür. Ich will ehrlich mit dir sein, auch wenn dir das nicht gefallen wird. Ich habe keine Ahnung, was der Prototyp macht. Uns Railroad-Agenten behandelt man wie Pilze. Man lässt uns im Dunkeln und füttert uns mit... du weißt, was ich meine. Aber es muss wichtig sein. Das würde uns nicht einfach so in Gefahr bringen. Herrlich, man behandelt uns wie Pilze. Dann suchen wir uns mal einen Prototypen. Gemeinsam mit dir könnte das klappen. Als erstes müssen wir die Sicherheitsverriegelung aufheben. Ja, das ist es halt, ne? Die schimpfen sich Weltverbesserer oder was auch immer und wollen unbedingt Synths befreien, aber wenn die Synths nicht aussehen wie Menschen, dann wollen sie es doch nicht. Ich gebe mal ein paar Kennwörter ein. Nein. 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 Aha. Habt eins übersehen, ihr überheblichen Arschlöcher. Der Prototyp ist tiefer drin. Gut, dann gehen wir doch mal los. Jemand hat ein Bahnsignal hinterlassen. Oh, das hier bedeutet Ärger. Ja, du armer, toter Mistkerl, wissen wir. Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei erstatten, oder? Und die kleinen Sachen gehören in Kitchen als Beweismittel. Na? Ah, das ist nur eine Kakerlake. Nur eine Kakerlake. Ich habe möglicherweise unbedingt Verhalten entdeckt. Mir wäre es lieber, wenn es deutlich weniger davon gäbe. Bewegung entdeckt. Seltsam. Danke. Moment. Siehst du das Viereck in der Mitte des Bahnsignals? Das bedeutet, dass in der Nähe etwas versteckt ist. Offenbar konnte Maven etwas in Sicherheit bringen, bevor... Ach, du weißt schon. Schau dich mal um. Schon getan. Habe ich hier natürlich schon alles eingesackt. Hallo. Tüfteltom konnte die Verteidigungsanlagen noch aktivieren. Die Runner wohl kaum gestört, aber hey, vielleicht hat es ein paar Leben gerettet. Du hast wohl noch nie einen Runner gesehen, aber das sind echt fiese und hochmoderne Spielzeuge des Instituts. Hier drin sollten keine sein, aber wenn doch, dann lauf. Dein Puls und deine Vitalparameter sind noch im akzeptablen Bereich. Dann bin ich ja beruhigt. So. Nehmen wir mal lieber die hier. Ich weiß nicht wieso, ich mag die Waffe lieber. Obwohl die andere tatsächlich mehr Wumms hat, ein bisschen. So, ordentlich Fusionszellen. Schön. Noch anderes. Oh, guck mal. Schlauer Nikolas. Niklas. Wie auch immer. Sie haben große Anstrengungen unternommen, um diesen Ort zu schützen. So schlau war er offenbar nicht, wenn er tot hier rumliegt. So. Mit der Munition.
schleichen wir uns mal vorwärts. Noch ein aktives Terminal. Muss eindeutig neu wir hatten nicht werden. Die Zeit, die Verteidigungsanlagen vor uns hochzufahren. Schalte sie ein. Als kleine Überraschung für unsere Freunde. Wäre eine Idee, aber dann kriege ich ja die ganzen Punkte nicht. Das mache ich lieber selbst. Oh oh. Falscher Schnell. Was machst denn du? Hier, den. So, geht doch. Kein Problem. Oh, da ist ja noch einer. Robco hat solche Roboter nicht hergestellt. Nein, das war nicht Robco. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Oh. Hier stolpert man überall über Leichen drüber. So, her mit den Zellen. Na, Deacon, wo bleibst du? Anomalie entdeckt. Es gibt hier weit mehr, als man in der Schraube machen wollte. Entdeckt. Seltsam. Müssen wir Tür aufmachen. Ach ne, müssen wir noch hacken. Trail, okay, null. Dann ist es das auch nicht. Das wär's. Hm, wunderbar. So. Auch wenn es dich vielleicht überrascht, es gibt nicht unter allen Slocum Joes eine gewaltige Tunnelanlage. Wir betreten ein Forschungslabor der Defense Intelligence Agency. Ein Ort, den es offiziell nie gegeben hat. Man nennt ihn der Switchboard. Der Prototyp ist im Zentrum der Einrichtung weggesperrt. Alles klar. Gut zu wissen. So, die haben wir schon geplündert. Mal gucken, hier ist noch ein Fusionskern, den nehme ich natürlich mit. Weg? Hm. Weg? Hm. Alles durchsuchen, hier gibt es auch normalerweise einen Haufen technischer Dokumente. Aber irgendwie scheint es diesmal keine zu geben. Ja doch, hier. So viele Jahre unbeschädigt zu überstehen, das nenne ich Glück. Ja, unbeschädigt sieht das hier aber nicht aus. Gut, es könnte auch daran liegen, dass sich die Railroad hier eingenistet hat. Da ist noch eins. Da ist noch Munition. Ah, guck mal. Sind. So, haben wir hier. Ja, wunderbar. Da könnten wir tatsächlich bald mal wieder zu Pritwin gehen. Und die ganzen Dinger mal abgeben. So. Bingo. Hier haben wir noch was. Das Switchboard. Ja, ja. Feine Sache. Darf ich mal? Hallo. Oh. Das wäre geschafft. Ups. Ich dachte, das wäre ein Dokument. Jetzt habe ich den Mist da aufgehoben. Ist hier? Jawohl, hier ist eins drin. Wir haben noch eine Haarklammerbox. So, da will ich aber noch nicht lang. Hier noch? Haarklammern. Oh. Ich hätte nach dem Schießzeug ausschauen. Curie, was machst denn du? Schieß doch.
Was ist nur los mit dir? Ich stelle keine feindliche Präsenz mehr fest. Oh. Darf ich mal? Danke. Da will ich natürlich rein. Wenn es dann geht. Ja, so, wunderbar. Geschafft. Ich hatte einen anderen Raum erwartet, aber... Mein Fehler. Er kommt noch. So, schleichen wir mal langsam vorwärts. Hier liegt ein Sündbein. Ach ja, das ist der. Der ist in eine Mine reingelaufen. Oder auf den Feuerlöscher. Eins von beiden. Ja, genau, den Raum hatte ich erwartet. Dicken Langfinger. Bewegung in der. War jemand anwesend? Nope. Keiner da. Es ist etwas in der Nähe. So. Deine olle Synth-Rüstung kannst du behalten. Was ist denn nur dieser Abspielknopf? Es ist jetzt so still. Salus Echo, Team Supreme Alex. Sesam, öffne. So, was haben wir hier noch? Den nehmen wir mit, nehmen wir alles mit. Haben wir schon? Also hat Tommy Whispers es nicht überlebt. Er starb, um unsere Geheimnisse zu beschützen. Mal sehen. Da, Tommy würde wollen, dass du seine Knarre bekommst. Lass dich nicht von ihrer Größe täuschen. Was ist so besonders an der Pistole? Tüfteltom hat sie restauriert. Du lernst ihn später noch kennen. Modernste Altwelttechnologie. Mächtiger Rums, aber noch wichtiger, sehr leise. So eine Waffe findest du kein zweites Mal. Erlöser. Cool. Nehme ich Schnapp natürlich. Schnapp dir Carringtons Prototyp. Wenn du ihn Desdemona gibst, darfst du bei unserer lustigen Truppe mitmachen. Ja, will ich ja eigentlich gar nicht, aber es hat auch gewisse Vorteile. So. Tommy Whispers. Ja. Am Ende des Ganges ist ein Aufzug. Hallo. Auf dieser Seite des Minenfeldes sollte es deutlich einfacher sein, gegen die Chromschädel zu kämpfen. Alles klar. Dann. Überaktive Sensoren. Hier liegt noch ein Synth. Nö, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ja, den Erlöser kann mal gucken. 32 Schaden. Die olle James Bond Waffe. Naja, egal. So. Was haben wir denn hier noch Feines? Was für Wunder die Menschen erschaffen können, wenn sie nicht gerade dabei sind, sich gegenseitig zu töten. Ah, Pam Research Project. So, das ist also der Bauplan. Das fällt mir jetzt erst auf. Man sieht hier, wie ein Protektoren-Oberkörper auf einem Wachbot-Unterkörper sitzt. Also genau das, was man beim Automatron-DLC fabrizieren kann. Interessant. Cool, ist mir nie aufgefallen. So. Ein Treffer. Alien war es auch nicht. Ja. Nur das. Das, nein, alles klar, scheißegal. Weiter geht's. Wir haben nur schon den ganzen Tag Zeit, ne? So, den haben wir schon geplündert. Ist da jemand anwesend? Bestätigt.
So, irgendwas war hier noch. Ups. Voll direkt abgebrochen. Das wär's. So, genau, hier liegt noch ein Fusionskern. Super. So. Ja, mit dem Ding. Endstation. Wirf einfach den Aufzug an. Soll ich? Na gut. Was? So. Hä? Ist doch an. Was? Ach, ich bin... Ach, ich Doofkopf. Jetzt. Jetzt. Nach oben. Oh toll, ich habe meine Begleiter unten vergessen. So, mal gucken, was wir hier noch alles haben. Fleisch. Zwei Haarklammern. So, dann wieder raus hier. Ab ins Commonwealth. Na, der Ladebildschirm ist heute wieder sehr lang. Trifft Deacon bei der Old North Church? Was ist das denn? Hallo? Jetzt muss ich mich erstmal um die Sins hier kümmern. Ich habe sie gefunden. Weg mit dir! Oben ist noch einer. Zwei. Wow, 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 wow. Ja. Fusionszellen. So. Nee, brauche ich nicht. Das hätten wir also. Wo ist die denn? Ach, hier. Oh. Oh, oh. Leite Ausweichmanöver ein. Ah, scheiße. Ich bin noch intakt. Na, Gott sei Dank. Wow. Was soll ich denn damit? Egal, ich steck sie mal ein. So, Deacon. Wir haben, was wir wollten. Teilen wir uns auf und treffen uns in den Katakomben. War es all das wert? Ich weiß nur, dass Des den Einsatz genehmigt hat. Hoffentlich haben wir das alles nicht nur für eine neue Kaffeemaschine gemacht. Wir sehen uns. Okay. Das wär's. Wir hätten es geschafft. Wir müssen aufpassen, hier sind überall Minen. Aber wir haben es geschafft. Okay, dann würde ich sagen, dann ist hier direkt auch wieder die Folge zu Ende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Fallout 4. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis dann Leute, macht's gut!